Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Maximilianeum. Eine weitere Sonderausgabe unseres Magazins, Sonderausgabe deshalb, weil ich einmal mehr nicht alleine vor der Kamera stehe, sondern mir bewährte Unterstützung an meine Seite geholt habe. Ich sage herzlich willkommen bei Frag Fabian an Hans Friedl, einen besonders geschätzten Kollegen aus unserer Regierungsfraktion, der sich wirklich aufreibt und intensiv einsetzt im Bereich des Wohnungsbaus und des Bauens. Er ist unser wohnungsbaupolitischer Sprecher. Und der Hans ist heute deshalb bei mir, weil es um das große Thema, Hans, der letzten beiden Wochen wohnungsbaupolitisch geht. Ja. Stichwort Heizhammer, die Vorschläge aus Berlin, den Menschen die Gasheizung, die Ölheizung zu verbieten, einen Sanierungszwang einzuziehen und da Vorgaben und Verbote auszusprechen, die nicht nur realitätsfern, sondern die auch wirtschaftsfern sind und, glaube ich, noch mehr Chaos, Hans, am Wohnungsmarkt anrichten würden. Und dazu haben wir eine ganze Reihe von unseren Zuschauern geschrieben. Ich greife stellvertretend den Jonas raus, der mir aus Dachau geschrieben hat. Und der Jonas hat es, deshalb nehme ich seine Frage ein bisschen in die andere Richtung formuliert. Hans, quasi eine Steilvorlage. Der Jonas schreibt mir, die Berliner wollen doch Wärmepumpen, das ist doch gut. Wieso schimpft ihr denn so? Was habt ihr denn da dagegen? Wärmepumpen natürlich nur ein Thema dieses bemerkenswerten Gesetzes, aber vielleicht ein ganz guter Aufhänger, Hans, um mal zu zeigen, was für ein Wahnsinn da geplant ist. In diesem Sinne, Hans, wo krankt's? Wo macht dieses Gesetz Probleme? Warum ist das der falsche Weg, was die Berliner da vorhaben? Ja, es ist nicht bloß der falsche Weg, was die Berliner vorhaben, sondern der Ansatz ist eigentlich richtig. Ich selber habe eine Wärmepumpe in meinem privaten Wohnhaus, schon seit über 20 Jahren, arbeite zur vollsten Zufriedenheit, bin ja vorgestellt worden als wohnungsbaupolitischer Sprecher, habe vor meiner Zeit im Bayerischen Landtag sehr viele Häuser auch gebaut, verkauft, vermarktet und da auch sehr viele Wärmepumpen eingebaut, schon seit vielen Jahren. Anfangs noch belächelt, ja, was wollte ich ja mit der Wärmepumpe? Und dann ist einfach die Wärmepumpe ist immer mehr in den Fokus geraten, dass das halt einfach das, die Heizung der Zukunft sein kann. Nichtsdestotrotz haben natürlich aber sehr viele, weil es gar nicht die Möglichkeit gehabt haben, Heizungen mit Gas, mit Gas eingebaut, mit Ferngas eingebaut, mit Heizöl eingebaut, wo kein Gas nicht möglich war. Ich selber habe immer Erdreichwärmepumpe. Die Erdreichwärmepumpe setzt natürlich voraus, dass ich viel Grundstück habe. Und dann gibt's die Grundwasserwärmepumpen, dann brauche ich aber ziemliche Nähe zum Grundwasser, also der vom Grundwasser nicht so weit entfernt sein. Ich finde, eine Wärmepumpe ist schon seit vielen Jahren eine gute Sache. Aber jetzt Hals über Kopf zu fordern, ab 2024 keine Gasheizungen mehr, keine Ölheizungen mehr, sondern nur noch Wärmepumpen, muss ich sagen, da haben diejenigen, die das Gesetz auf den Weg gebracht haben, die einfach einmal wieder einen Slogan nach außen geschleudert haben, gar nicht drüber nachgedacht, ist die Industrie überhaupt in der Lage, so viele Wärmepumpen auf den Markt zu bringen? Haben wir die Handwerker dazu? Wir sagen, die Handwerkerverbände sagen mir, da fehlen uns mindestens 60.000 Installateure, um diese Wärmepumpen alle einzubauen. Also muss ich sagen, Ansatz gar nicht ganz verkehrt, weil uns ist allen bewusst, gerade im Gebäudesektor müssen wir was machen, dass wir nicht mehr so viel fossile Energie verheizen, aber dann bitte doch mit den Menschen, mit den Handwerkern draußen, mit den Menschen, die wir mitnehmen müssen und nicht überfordern, die schaue ich einfach draußen, in welchem Besitz oder wer sind die Besitzer von den Häusern draußen aus die 60er, 70er oder 80er Jahre. Das sind sehr oft Menschen, die jetzt mittlerweile ins Rentenalter eintreten. Die haben sich die Wohnung, das Haus geschaffen, haben dafür vorgesorgt, dass sie im Alter dann mietfrei wohnen können und jetzt auf einmal heißt es, sie müssen jetzt halt umrüsten, nachrüsten. Ich gehe mal davon aus, dass wir pro Quadratmeter Wohnfläche geben wir aus, damit wir den nächsten Gebäude-Energieeffizienzstandard, der gefordert wird,
nur erreicht pro Quadratmeter, rechne ich einmal mit 800 bis 1200 Euro. Und da kann sich dann auch jeder ausrechnen, mit welchen Kosten er da rechnen muss. Also Hals über Kopf, einfach was rausgehauen, wo die grüne Partei meinen, ja, das kommt jetzt draußen gerade einmal gut an, weil wir ja alle fürs Klima was machen müssen. Die einen interpretieren das falsch, dass fürs Klima was machen müssen. Die kleben sich auf die Straßen fest. Das ist der absolut falsche Weg. Aber das, was jetzt da von der Ampelregierung, hauptsächlich ausgehend vom Bundeswirtschaftsminister, da vorgeschlagen wird und auch per Gesetz auf den Weg gebracht wird, ist ein total falscher Weg. Hansi sagt ganz herzlichen Dank für die Einordnung eines echten Fachmanns, wie man gemerkt hat. Jonas, fass vielleicht noch mal kurz zusammen. Ein klassisches Beispiel, so kann man es, glaube ich, sagen, Hans, von eigentlich gut gedacht, aber am Ende des Tages schlecht gemacht. Weil wenn man Handwerker beauftragt, die es gar nicht gibt, Wärmepumpen einzubauen, die nicht lieferbar sind, dann wird man am Ende wenig fürs Klima tun, sondern noch mehr Chaos stiften am Wohnungsmarkt. Und am Ende auch ein finanzielles Desaster, du hast es angesprochen, verursachen für die Hausbesitzer auf der einen Seite und die Mieter auf der anderen Seite. Und deshalb eben gut gedacht, schlecht gemacht und nicht der Weg, den wir in Bayern gehen wollen. Wir wollen es nicht über Verbote und Vorgaben von oben, sondern wir wollen es mit den Menschen über geeignete Förderanreize. Man kriegt das Alte nicht weg, indem man es bekämpft, sondern nur indem man was Besseres Neues auf den Weg bringt. Richtig, genau. Das ist unser bayerischer Weg. Klimawende durch Innovation, durch Hightech und nicht durch Verbote und Vorgaben von oben, die Menschen dann in ein Armutsrisiko und in die Bredouille bringen als die Hausbesitzer, mit dem, was sie sich erarbeitet. In diesem Sinne sage ich Hans, ganz vielen herzlichen Dank, nicht nur für die Darstellung und das Zugastsein heute in Frag Fabian, sondern für den intensiven, herzblutmäßigen Einsatz für den Wohnungsbau in Bayern an jedem Tag des Jahres. Das ist wirklich freie Wähler-Style. Wir haben da einen wohnungsbaupolitischen Sprecher, der selber aus der Wohnungsbaubranche kommt und der, anders als manch andere in der Politik, halt auch weiß, von was er da spricht, wenn er für unsere Regierungsfraktion zu diesem Thema Stellung nimmt. Dafür ganz herzlichen Dank. Jonas, deine Frage, glaube ich, haben wir beantwortet. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann macht's wie immer. Postet die entweder unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail. Dann geht's nächste Woche vielleicht um euer Thema. Wenn es wieder heißt, frag Fabian, und je nachdem, um welches Thema es dann geht, bin ich schon gespannt, welcher Fachpolitiker da nächste Woche neben mir steht. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.